Und damit 8 zu 8. Angabe von Kaufeld jetzt. Ausgeschlagen. Kann die Schweriner abfangen. Auch der Schweriner bleibt im Block hängen. Auch den können die Schweriner noch retten, aber sie können ihn nur rüberbringen. Und den Block stellen. Und das war hervorragend gespielt von Hermann. Den Block ausgeguckt, ihn rübergehoben in die Ecke. Da stand niemand mehr von Schwerin. Das war 9 zu 8. Für Europas Hamburg und Koka steht bereit zur Angabe. Und da hatte ein wenig Glück, die Alanova, dass sie den Block oben anschlägt und dass der Ball dann noch weitergeht. Das Feld 9 zu 9. Angabe für Schwerin. Marie Frick macht sich da bereit. Und der war im Feld. Ellen Hermann. Die hat es auf die Angabe bekommen zum 10 zu 9. Die Sprungaufgabe ist gefährlich. Haben die Schwerinerin aber gut gelöst, der lange Ball. Und da hat sie Glück. Die Alanova wiederum. Der Block ist zwar da, aber wieder auf die Schweriner Seite. 10-10. Und Alanova jetzt auch bei der Angabe. Und das war kurz und gut gespielt. Hamburg EV, Michalski. Mit dem Treffer zum 11 zu 10. Und eben diese Eva Michalski geht jetzt auch an die Angabe. Und das war gut, ebenfalls gut gespielt von den Schwerinerinnen Anja Brandt zum 11 zu 11. Und eben jene Anja Brandt. Geht jetzt auch an die Angabe. Und Block angeschlagen, Patricia Thoma. Legt da Sosa an und Anja Brandt da für eine heutige Angabe. 12 zu 11 für den Schweriner SC. Sosa mit dem Crossschlag. Diesmal erfolgreich gegen den Block 12 zu 12. Magnet. Mit der Angabe jetzt für Hamburg. Oh, das war eine schöne Finte, aber Sosa ist trotzdem da. Kann den Block stellen und erneut. Patricia Thormann kriegt aber keinen Wumms in den Ball. Und jetzt die andere Seite, den haben die Hamburger noch mal schön retten können. Neuer Aufbau für Schwerin, wieder der Block. Und Sosa kann den Ball abgreifen und macht diesen Punkt vor Rübes Hamburg. Da haben sie klasse zusammengearbeitet und sich diesen Punkt verdient. 13 zu 12. Und Magnet darf erneut an die Angabe. Kurz gespielt. Der Block zu früh oben. Und da ist Costa Caldara da und macht das. 14 zu 12 für Hamburg. Und Magnet bringt den Ball also wieder rein. Thank you.
diesmal besser gespielt von den Schwerinerinnen. Dusche den Ball die Linie entlang zum 13:14. Patricia Thormann kommt nun zur Angabe. Und Sosa schlägt den Ball ins Aus. Ja. Die Hamburgerin meint, da wäre eine Schwerinerin dran gewesen. Die Schiedsrichter entscheiden das anders. Keine Spielerin wäre dran gewesen. Und so 14:14 und Angabe für den Schweriner Sportclub. Koka informiert sich da jetzt nochmal beim Schiedsrichter. Er möchte nochmal zum Ausdruck bringen, dass doch eine Spielerin da wohl am Ball war. Aber der Schiedsrichter mit eindeutigen Gesten, dass er das anders gesehen hat. Und damit geht das Spiel weiter. 14:14. Aufgabe für Patricia Thormann. Sosa bringt den Ball da knapp über den Block. Und da ist der Schwerin der Mittelblock zwar oben, aber sie kriegen den Ball nicht wieder rüber, sondern der Ball geht nach außen weg. 15:14 für Hamburg. Und Sosa mit der Angabe. Schöne Finte, aber da hat der Mittelblock aufgepasst. Von Hamburg. Costa Caldara zum 16:14 und der zweiten technischen Auszeit. Eine kurze Absprache bei den Trainern der Hamburgerinnen. Aber da ist natürlich weniger zu sagen. Schauen wir mal nach zu den Schwerinerinnen. Tora Alexanderson mit klaren, deutlichen Worten. Kann nicht zufrieden sein mit seinen Mädchen. Mit der Angabe jetzt für Hamburg nach dieser technischen Auszeit. Und da ist der Block gut nachgerückt auf Hamburger Seite. Schweriner Seite auch, da ist der Block da. Und da kriegt die Hamburger Spielerin den noch ab und damit Punkt für Schwerin, 15:16. Der Aufschlag zu kurz, der geht ins Netz von Sandra Gutsche. 17:15 für Hamburg. Costa Caldara mit dem Aufschlag. Und er schlägt sie zwischen dem Block durch. 16:17 von Adlanova. Kaufeld jetzt bei der Angabe
Sosa mit dem Schlag aus dem Mittelfeld. Kurze Außenvariante und Hermann mit dem Block. Und da schreit sie ihre Freude raus, 18 zu 16. Und Koka jetzt mit der Angabe. Boah, das war eine klasse Variante. Einfach nur ruhig gesteckt von Marie Frick. Und das sieht auch das Publikum hier nochmal mit. Marie Frick an der Angabe jetzt. Und da hat sie jetzt auch noch das, nach der Frechheit zuvor, auch noch das nötige Glück jetzt zum 18 zu 18 in den Troller. Und Auszeit genommen. Von Aurubis Hamburg. Mannschaft einredet, nicht zufrieden ist. Frick mit der Angabe. Und ich war in der Glück, dass sie den noch überhaupt so kriegen. Alaroba, nochmal Alaroba, findet sie die Lücke im Block. Und macht das 19 zu 18 für den Schweriner SC. Und erneut Auszeit genommen. Von Hamburg. Marie Frick, erneut mit der Angabe. Gucken, ob die Hamburger jetzt ein Mittel gefunden haben. Hermann schlägt in den Block von Anja Brandt. 20 zu 18 für Schwerin. Brandt erneut bei der Angabe und Alexanderson nochmal mit Anweisung an seine Mädchen. Den haben sie nochmal schön geholt, aber sie müssen sich jetzt neu stellen und die Hamburger mit dem Chance. Der Block steht. Da kommt der Block nicht schnell genug nachgerückt nach der Finte der Hamburgerinnen. Da gibt es hier einen Ball und dann noch ein Wechsel auf Hamburger Seite. Wedekind kommt da Michalski ins Spiel und Hermann mit der Sprungaufgabe. Nicht ganz so gefährlich wie im ersten Spiel gegen Aachen. Oh, das war klasse gemacht von Patricia Thormann. Da kamen die Hamburgerinnen nicht mehr hin. 21-19.